Heute Nacht. Maurice und ich hatten die tolle und lustige Idee, uns kurz vor Feierabend bei DM reinzuschleichen und uns zu verstecken, sodass wir ganz alleine dort sind. Entschuldigung. Was anfangs alles noch sehr lustig war, hat sich mit der Zeit zu einer Horrornacht entwickelt. Das ist gerade wirklich gar nicht gut. Und alles kam anders als gedacht. Maurice? Oh mein Gott, Maurice! Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und wir müssen ein bisschen leise sein, Leute. Heute haben wir etwas Crazyes vor, ja? Vielleicht habt ihr letztes Jahr genau um diese Zeit ungefähr unser Video gesehen. Wir waren nachts bei DM und heute werden wir das Ganze wiederholen. Wir werden uns jetzt aber reinschleichen und versuchen, uns hinter irgendwas zu verstecken, sodass uns halt niemand sieht. Ich finde, das ist auch nochmal die dumme Idee. Es ist jetzt 19.46 Uhr, in 14 Minuten macht es zu. Ich habe meinen Schlafsack vergessen. Wir sind richtig unauffällige Passanten. Wir gehen einfach nur Seife kaufen. Wir müssen erstmal ein Versteck finden. Ja, wir sind normale Menschen. Wir kaufen ein. Ey, das wird so nicht klappen, Leute. Ey, Maurice, da ist schon ein Tor, ist schon zu. Ich glaube, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Okay, wir sind drin und da sind auf jeden Fall auch noch Kunden. Ich verschaffe mir einen Überblick. Das sind auf jeden Fall die Mitarbeiter. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal ein Versteck. Irgendwie so, Alter, vielleicht kann man hier runter. Okay, das geht schon mal nicht. Wir brauchen irgendwas anderes. Ja, Kim, super Versteck. Hä? Maurice? Ich glaube, ich weiß was. Komm mal mit. Okay, ich glaube, hier ist gut, oder? Wenn wir das Klopapier, meinst du, du passt dahinter? Ja, wir müssen da beide hinterpassen, oder willst du dich nicht mit verstecken? Okay, komm, lass umräumen. Wir können das perfekt dahinter verstecken. Also ich weiß nicht, ob du da hinpasst. Okay, Maurice, wir müssen jetzt schnell dahin. Kim, das ist so eine dumme Idee. Ja, das will ich sehen, dass du dahinter passt. Fällt das auf? Nee. Ja, mach mal deinen Kopf weg. Nee, eigentlich nicht. Hey, du musst es da hinten noch ein bisschen zumachen, Mann. Also mach deinen Kopf runter. Wir müssen auf jeden Fall warten, bis das Licht aus ist, oder? Gut, dass das Klopapier noch nicht benutzt ist. Okay, Leute, es ist 20 Uhr. Wir müssen jetzt eigentlich langsam zumachen. Nicht so laut. Oh mein Gott, Kim hat einfach gerade geforzt. Oh. Hey, die macht das doch runter. Hörst du es? Ja, normal. Ich hoffe. Das sind nicht überall Kameras. Aber es sind auch noch Mitarbeiterinnen hier. Oh, scheiße, das Licht geht aus. Oder? Es ist dunkler geworden, safe. Das war Geräusch, weil ich mich bewege. Sei leise, Mann. Au, fuck. Okay, das Licht ist aus, Leute. Alter. Ey, die Tür ist zugegangen. Aber ich höre noch Stimmen. Okay, Leute, es ist 20.25 Uhr. Oh, man sieht gar nichts. Wir warten seit 20 Minuten oder 25 Minuten. Wir haben irgendwie noch kein Rausgehen gehört. Also wir hören aber auch gar nichts mehr. Wir trauen uns nicht rauszukommen. Komm, lass raus. Jetzt schon. Ja, man sieht gar nichts. Ich leuchte. Okay. Ey, ich fühle mich wie so ein kompaktes Irgendwas. Ich war die ganze Zeit so richtig fetter eingequetscht. Ey, meinst du, hier ist noch jemand? Frag doch mal nach. Hallo? Hallo, ist da jemand? Okay, ich hab das Handy an. Licht an. Hallo? Was soll das hier? Witzig. Okay, ey, es hat geklappt, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das war ein Wasser. Heute machen wir das nicht aus Bechern, sondern wir werden einfach so machen. Ey, Kim. Aber kriegen wir auch ein Licht irgendwie an oder ist es hier, bleibt es? Komm, wir suchen einen Lichtschalter. Oh mein Gott, ich hab mich gerade so erschrocken, aber das war nur ein Schatten. Okay, die Tore sind zu. Ich glaube, da hier. Ey, da oben ist noch einer. Da oben ist noch jemand. Lass uns noch kurz warten. Dann lass ganz leicht Licht anmachen, oder? Ja, okay. Ey, da ist auf jeden Fall noch Licht an. Ja, safe. Also in der Galerie geht's noch richtig ab. Aber hier, wir suchen die ganze Zeit nach Lichtschaltern, damit es mal ein bisschen heller wird. Das ist aber nur, damit das Tor hochgeht. Ne? Okay, wir gucken nochmal. Ich habe eine Idee, Maurice. Wir zünden einfach ganz viele Kerzen an. Oh nein, das ist eine dumme Idee. Okay, sorry. Müssen wir eigentlich noch flüstern? Ich weiß es nicht. Hallo? Warum sind wir nicht in so ein Süßigkeitenregal gegangen? Dann hätten wir die ganze Zeit, währenddessen wir gewartet haben, snacken können. Wo sucht man denn in so einem DM-Lichtschalter? Ey, die werden den Lichtschalter aber nicht da machen, wo die Kunden sind eigentlich, oder? Kasse? Weil sonst an der Kasse oder im Lager? Im Lager. Ja, okay. Dann würde ich sagen, begeben wir uns auf den Weg dorthin. Mach nur die Tür auf. Wenn nicht, dass ein Alarm angeht. Muss man hier so einen Code eingeben? Nein, mach jetzt auf. Los. Das war echt. Hör auf, Maurice, Mann. Das ist eigentlich nicht witzig. Okay, hier ist es auch sehr dunkel. Das sieht aus wie ein Notschalter. Warte, ich darf... Nein, nicht darauf drücken. Hallo, Licht an. Okay, wo finden wir den scheiß Lichtschalter? Ist es ein Strahler? Der ist gut. Damit sind wir auf jeden Fall nicht so auffällig. Okay, meinst du, hier ist irgendwo eine Steckdose? Weißt du was? Ich frag einfach mal nach. Entschuldigung. Oh mein Gott. Das Licht ist doch gerade angegangen, oder? Ey, was? Was war das denn? Oh,
riechst, das war jetzt gruselig. Mach. Ich weiß, wo eine Steckdose ist, glaube ich. Bei dem Wasser, denkst du, ja. Sorry, das Wasser... Oh, das... Ach so, Alter. Ja, aber guck mal. Ey, das ist voll hell. Vorne im Laden sieht man es nicht. Du siehst echt gruselig aus. Okay, wollen wir jetzt irgendeine Scheiße machen? Ja, oder Pipi? Okay, wir können jetzt alles machen, was wir schon immer einmal machen wollten, Maurice. Oh mein Gott, ich werde einfach Bürste hier an meinem Rücken kratzen. Hey. In den dunkelsten Ecken des Ladens befinden sich die geilsten Sachen. Hier sind ja so viele Adventskalender. Wir bereiten einfach für euch was vor. Und zwar, ihr wisst Bescheid, Leute, Corona ist am Start. Deswegen müssen wir uns regelmäßig die Hände waschen. Und deswegen werden wir jetzt Caramella-Crew-Seifen herstellen. Nehmen wir doch einfach mal das ganze Regal mit, ne? Cool, das sieht aber geil aus. Photoshop-Skills von King Caramella sind am Start. Ich habe dir sogar noch eine Weihnachtsmütze photoshoppt. Wie viele wollen wir machen? 100. Ja. Okay, und dann stellen wir alle Regale voll? Ja. Okay, ich fühle mich wie ein kleiner Weihnachtself, Alter. Ich muss hier so Geschenke vorbereiten. Da steht sogar Caramella Crew. Falls ihr zur Caramella Crew dazugehören wollt, und das ist auf jeden Fall die coolste Crew, dann abonniert einfach den Channel, dann seid ihr mit am Start. 3 Stunden später, wir haben endlich das ganze Regal mit unseren Gesichtern gefüllt. Also, falls ihr vorbeikommen wollt, holt euch eine Seife und seift euch richtig schön schaumig ein. Los, komm, ich mach dich jetzt zur Mumie. Ja! Woo! Oh, oh, dieser Kühlschrank sieht so sick aus, als wäre das ein UFO. Was? UFO 361. Weißt du, was immer am geilsten ist? Hä? Da reinzustechen? Ja. Ich wollte es auch machen. Das darf man sonst nie. Habt ihr das früher auch immer gemacht, Leute? Ich mach das in die Kommentare. Also du wickelst mich ein. Ja. Ich bin bereit. Oh mein Gott, das hat so Spaß gemacht, ne? Ey, du siehst wirklich aus wie eine richtige Mumie. Sehe ich nicht so aus, als hätte ich mir alle meine Knochen gebrochen? Oh mein Gott, Hilfe. Du machst echt Angst. Ihr habt einen Fehler gemacht. Hallo? Maurice? Hallo? Warum ist das Licht aus? Maurice, kannst du das Licht wieder anmachen? Hä? Wo ist Maurice, Alter? Ey, Maurice, das ist wirklich nicht witzig. Komm wieder raus. Weißt du noch, was du letztes Jahr getan hast? Nein, nicht das, das andere. Oh, ja, wieso? Du hast den Teil noch nicht gelöst. Als Strafe habe ich den Maurice genommen. Löse alle Rätsel und finde ihn. Aber ich kann doch alleine keine Rätsel lösen, okay? Ey, Leute, das ist gar nicht witzig. Jetzt bin ich alleine hier. Okay, ich glaube, ich verstecke mich lieber erstmal. Ey, nicht, dass Maurice irgendwas passiert ist. Ey, Leute, das ist gerade wirklich gar nicht cool. Ich muss irgendwie ein Rätsel lösen, aber das ist... Oh mein Gott! Ey, Leute, hier sind... Oh mein Gott, Leute, das ist so nochmal gruselig. Überall sind Geräusche und hier sind überall Spinnweben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Maurice? Maurice? Denkt ihr, er hat gerade geklopft? Ey, Leute, überall sind Spinnweben, Mann! Oh mein Gott! Nein, das kann nicht sein. Scheiße, Mann. Fuck, Mann! Maurice' Finger wurden abgeschnitten, Mann! Oh mein Gott, da sind einfach... Maurice' Finger! Ich will das nicht mehr machen. Wenn Maurice wirklich was passiert ist, dann muss ich ihm auf jeden Fall helfen. Ey, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach nur verstecken soll oder Maurice noch suchen soll. Ey, Leute, ich brauche erstmal eine Auszeit. Oh, Alter. Eine Liege. Sogar mit Sand. Alter, wie perfekt. Dann kann ich mich erstmal echt entspannen. Oh mein Gott. Es gibt sogar einen Smoothie. Und Alter, eine Entspannungsmaske. Entspannt, Alter. Endlich mal eine zweite Haut auf meiner anderen Haut. Hey, was tust du da? Du solltest doch das Rätsel lösen. Ja, aber ich musste mich kurz entspannen. Und welches Rätsel überhaupt? Ich habe überhaupt nichts gefunden, außer irgendwelche Spinnenweben und Riesenspinnen. Und Maurice' Finger! Deinen ersten Hinweis findest du bei den Lagern. Lager? Da war ich doch schon. Okay, Leute. Ey, lasst uns direkt ins Lager, Alter. Ey, es geht wirklich um Finger und Tod. Nein, nicht das Lager. Wie nicht ins Lager? Warum soll ich denn jetzt nicht ins Lager gehen? Geh dort nicht okay, rein. Ich geh jetzt aber trotzdem rein. Nein! Es ist so dunkel. Stopp! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Maurice! Maurice! Hey? Maurice, ist alles okay? Wo warst du? Maurice, ist alles in Ordnung? Was ist los? Warum blutest du? Ah, ich glaube, mir hat jemand eine reingehauen. Und irgendwie tut mir mein Pool auch voll weh. Was? Bind mich mal los, bitte. Ach, oh mein Gott, du bist... Alter, was ist los, Mann? Mit mir hat die ganze Zeit so eine Stimme geredet, Mann. Ey, Mann, du siehst ja richtig schlimm aus. Okay. Ey, wir müssen ja unbedingt raus. Okay, ja, komm, schnell. Ey, ist aber alles in Ordnung bei dir? Ey, warte mal. Ey, du hast immer noch Finger? Ich hab deine Finger gefunden. Nee, meine Finger sind noch da. Dann müssen das ja wohl doch Würstchen gewesen sein. Ach, dann war das gar kein Blut, sondern Ketchup. Kim, ist das dein Ernst? Wir müssen hier raus. Ach ja, stimmt. Fuck. Okay, Mann, ich habe jetzt Maurice gefunden. Das war schon eigentlich ziemlich leicht, aber... Du hast es wieder nicht geschafft. Dafür werdet ihr büßen und ihr werdet hier nicht mehr rauskommen. Gleich ist alles verriegelt. Oh Mann, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Oh mein Gott, ey, wir müssen versuchen. Aber ja, lass uns versuchen, vorne durchs Tor zu gehen. Schnell, bevor das alles zugemacht wird. Es passiert nichts. Ey, Mann, Maurice, Mann, Alter, versuch das hochzumachen. Ist jemand da? Ja, keine Ahnung. Ey, ich glaube, es ist niemand mehr hier. Oh Mann, was machen wir denn?
Ey, was war das? Mann, ich hab keine Ahnung, ich will raus. Wir sind hier alleine? Weiß ich nicht, Mann, nein, wahrscheinlich nicht. Scheiße, okay. Nicht heulen. Aber ich kann. Okay, können wir uns bitte einfach verstecken? Oh mein Gott. Ey, Maurice, was ist das? Mann. Oh mein Gott. Was? Ey, Mann, hast du das gesehen, Mann? Ja. Ey, Mann, das ist wirklich nicht mehr, das ist wirklich nicht mehr lustig. Können wir bitte hier raus, Mann? Ich hab gesagt, das ist keine gute Idee, Kim. Oh, Maurice, das ist wirklich nicht. Warum ziehst du mich immer so eine Scheiße rein? Ja, du hast mich da reingezogen, Alter. Du hast gesagt, lass es bei DM machen. Ich wollte einfach nur coole Sachen machen, Mann. Was machen wir denn jetzt? Lass uns einfach verstecken, oder? Okay, wieder da, wo wir am Anfang waren. Back to the roots. Maurice, lass uns jetzt wirklich hier verstecken, Mann. Scheiße. Hörst du das? Das sind Schritte. Hey, hier ist jemand drin. Wir haben euch die ganze Zeit verarscht. Wir haben euch auf den Kameras gesehen. Mann, seid ihr bescheuert, Mann? Oh mein Gott, Kim, so eine Scheiße machen wir nie wieder. Ich hatte so Angst. Wir werden das nicht noch einmal tun. Ey, Kim, ich höre nie wieder auf dich, wirklich. Ich höre auch nie wieder auf mich. Ey, aber wenn das die ganze Zeit die Sicherheitsbeamten waren, wer hat mir dann einen reingehauen? Es sind auch unnormal gruselige Dinge passiert. Ja, und du hast immer noch die... Au!